Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung für diese schönen Handschuhe. Sie sind mit Sockenwolle gearbeitet, vierfach gedreht, mit zwei Fäden gleichzeitig und mit einem doppelten Nadelspiel Nummer 4. Es werden insgesamt 40 Maschen aufgenommen und im Bündchenmuster 2 Maschen rechts, 2 Maschen links gestrickt. Wenn 12 cm erreicht sind, stricken wir eine Reihe nur mit rechten Maschen darüber. Das zweite Teil ebenso arbeiten. Nun legen wir die Teile so hin, dass die Anfangsfäden außen liegen. Und innen machen wir uns andersfarbige Fäden hinein. Dort kommen die Zunahmen für die Daumen hin. Die erste Nadel wird noch normal abgestrickt. Und wenn wir an der zweiten Nadel kommen, dort, wo dann der Faden hängt, machen wir an der vorletzten Masche, die wird verdoppelt. Wir stechen vorne rein, holen den Faden und gehen noch einmal nach hinten und holen den Faden. Noch einmal. Vorne einstechen, den Faden holen und den links auf der Nadel lassen und noch einmal hinten einstechen und noch einmal einen Faden holen. Erst dann den Faden abnehmen und die letzte Masche ganz normal rechts abstricken. Bei der nächsten Nadel machen wir es an der ersten Masche. Wieder vorne einstechen und noch einmal hinten einstechen und so wird die Masche verdoppelt. Bei dieser Zunahme entstehen kleine Knötchen, die aber kaum zu sehen sind. Nach einer Reihe Zunahme erfolgen zwei Reihen ohne Zunahme in rechts darüber. Insgesamt folgen 4 Zunahmereihen und nach der letzten Reihe stricken wir 7-mal darüber ohne Zunahme. Das Ganze anprobieren und die Nadel muss den Daumenknochen überdecken, also das Daumengelenk. Nun kommt der Daumenausschnitt. Die erste Nadel wird noch normal abgestrickt und die nächste Nadel stricken wir nur 9 Maschen. Wir legen solch eine Schlaufe, geben sie auf die Nadel und noch einmal und haben so 2 Zunahmen gemacht. Die nächsten Maschen heben wir auf eine Hilfsnadel und von der nächsten Nadel heben wir noch einmal 5 Maschen mit hinzu. Den Daumen nun beiseite lassen und weiter an der Hand stricken. Die eine Masche können wir wieder rüber auf die andere Nadel schieben, dass überall wieder 10 Maschen auf der Nadel sind. Nun so lange in rechten Maschen weiter stricken, bis die Spitze des Ringfingers verdeckt ist. Das zweite Teil nun ebenso arbeiten. Wir legen die Handschuhe nun so hin, dass die Daumen innen sind und das Ganze wird jetzt ein wenig nach innen geschoben, etwa 2 Maschen breit. Und genauso müssen wir die Maschen verteilen oben an der Nadel. Einmal werden 2 Maschen jeweils von allen Nadeln von rechts nach links verschoben und einmal von links nach rechts. Nun folgen die Abnahmen. Es werden nun die ersten 2, so wie hier zu sehen ist, zusammengestrickt und hinten die letzten 2. Auf der anderen Seite dasselbe. Und in der zweiten Reihe ist das die zweite und die dritte, die zusammengestrickt wird und die dritt- und die zweitletzte. Fortlaufend wiederholen, so lange bis am Ende nur noch insgesamt 3 Maschen auf jeder Nadel sind. Den Faden können wir abschneiden, durch eine Nadel geben und die Nadel durch jede Masche führen. Fest anziehen und den Faden gut vernähen und abschneiden. Das zweite Teil ebenso arbeiten. Kommen wir nun zu dem Daumen. Links von der Hilfsnadel beginnen wir neu und nehmen um das Daumenloch herum insgesamt 7 Maschen auf. Die Maschen der Hilfsnadel werden normal rechts, wie auch alles andere in rechts, abgestrickt. So lange weiter stricken, bis angezogen der Daumen nicht mehr zu sehen ist.
Dann werden immer zwei Maschen zusammengestrickt, dass wir am Ende nur noch drei Maschen auf jeder Nadel haben. Den Faden abschneiden, durch eine Nadel geben und die Nadel wieder durch alle Maschen hindurchziehen, fest anziehen und den Faden gut vernähen. Den zweiten Daumen ebenso arbeiten und nachdem alle Fäden vernäht sind, sind die Handschuhe fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.